einer neuen Folge von Factory TV. Wir sind heute zu Besuch bei Swarm Protein in Köln, ein Startup, das den Fitnessriegel der besonderen Art herstellt. Was das ist, das werden mir jetzt Timo und Christopher erzählen. Timo und Christopher, vielen Dank, dass Sie da sein dürfen. Euer Geschäftsmodell, das ist der Verkauf von Insektenriegeln. Wie dürfen wir uns das vorstellen? Wir geben dir einen Riegel und du gibst uns Geld dafür. So, ganz einfache Kiste. Bei uns ist es ein bisschen komplizierter. Also es geht um Fitnessriegel mit nachhaltigem Protein aus Insekten. Und dieses Insektenpulver beziehen wir aus Thailand. Also kooperieren da direkt mit Insektenfarmern vor Ort. In Thailand schon werden die Insekten zu Pulver prozessiert, nach Deutschland geschickt und hier zu einem hochwertigen Proteinriegel verarbeitet. Nur mit natürlichen Zutaten. Und abgesehen von der hohen Anzahl an Proteinen, was sind noch weitere Vorteile bei der Verarbeitung von Insekten? Also Insekten haben generell ein sehr hochwertiges Protein. Sie haben alle essentiellen Aminosäuren, die du für den Aufbau von Muskulatur brauchst. Und sie sind dazu auch noch reich an ungesättigten Fetten, haben viele Mikronährstoffe, zum Beispiel Vitamin B12, Eisen und so weiter. Aber das Besondere ist auch, dass sie unglaublich wenig Ressourcen verbrauchen. Also sie brauchen sehr wenig Land, Wasser und Futter im Vergleich zur Viehhaltung und produzieren nahezu keine Treibhausgase. Mhm. Da die Tiere wechselwarm sind, brauchen sie halt die Futterenergie nicht, um die Körperwärme aufrechtzuerhalten, wie Vieh das braucht, sondern können es direkt in Massewachstum stecken. Und so kommt man halt mit sehr relativ wenig Input sehr, sehr weit und das macht die Tiere auch ökologisch nachhaltig. Wann und wo werden wir diese tollen Fitnessriegel kaufen können? Diese tollen Fitnessriegel wirst du Ende des Monats, Anfang nächsten Monats über StartNext im Crowdfunding erstmal unterstützen können. Damit planen wir die Produktion der ersten Charge zu finanzieren und dann den eigentlichen Marktstart im Sommer diesen Jahres. Wie habt ihr euch denn bis jetzt finanziert? Wir haben, deswegen sind wir auch in diesem wunderbaren Ambiente des Gateway der Uni Köln. Wir sind über das Exist Gründerstipendium finanziert. Das ist ein Stipendium, was zur Hälfte vom BMWI und zur anderen Hälfte vom Europäischen Sozialfonds getragen wird. Und das hält uns am Leben, indem wir Brot und Wasser davon kaufen können, aber auch ein kleines Budget für Produktentwicklung haben. Und glücklicherweise konnten wir zwei wichtige Businessplan-Wettbewerbe gewinnen. Zum einen den NUK des Neuen Unternehmertum Rheinlands und zum anderen den der Wirtschaftsjunioren Köln. Und das hat uns auch noch mal ein bisschen Geld in die Kassen gespült und Aufmerksamkeit gebracht. Das hat uns sehr geholfen. Habt ihr keine Angst vor Konkurrenz, dass vielleicht große Unternehmen kommen und eure Idee nicht klauen, aber nehmen und hochskalieren? Tatsächlich nein. Für große Unternehmen ist es, glaube ich, am Anfang, wo der Markt noch überhaupt erstmal geschaffen werden muss, nicht interessant, ein Produkt, was so einen polarisierenden Inhaltsstoff hat, in eine doch relativ konservative Produktlinie aufzunehmen, bevor wir nicht gezeigt haben, dass es überhaupt salonfähig ist, Insekten als Nahrungsmittel auf den Markt zu bringen. Und das Zweite, was wir feststellen, ist, es gibt nicht die Supply Chain, wo man jetzt sieht, ich kaufe tonnenweise Insektenpulver einer bestimmten Qualität auf dem Weltmarkt, sondern wir bauen die Supply Chain mit den Leuten in Thailand, den Farmern vor Ort selbst mit auf. Insektenpulver ist kein originäres asiatisches Produkt, das lassen wir halt verarbeiten, um es in den westlichen Markt einzuführen. Dementsprechend ist da noch sehr viel Arbeit gemacht und ich glaube nicht, dass das Geschäftsmodell großer Lebensmittelproduzenten ist. Was habt ihr in Zukunft noch vor? Was sind eure nächsten Meilensteine nach der Crowdfunding-Kampagne vor allem? Also nach der Crowdfunding-Kampagne wird natürlich der Marktlaunch avisiert. Das wird im Sommer sein. Dann bekommt man unsere Riegel online über unseren eigenen Webshop und auch über Online-Reseller. Und dann versuchen wir peu à peu auch in den Lebensmitteleinzelhandel zu kommen und natürlich neben den Riegeln noch weitere Produkte zu lancieren. Also Produktdifferenzierung in Richtung Pulver und andere Sporternährungsprodukte mit innovativen Proteinen aus Insekten. Okay, da sind wir sehr gespannt. Ich wünsche euch noch ganz, ganz viel Erfolg mit Swarm Protein und danke euch sehr fürs Interview. Dankeschön. Vielen Dank.